Name ist Jörg Augustin. Ich arbeite als Diplom-Sportwissenschaftler, Sporttherapeut im Zentralbereich der Physiotherapie am Uniklinikum Aachen. Jede sportliche Aktivität hat natürlich bestimmte Auswirkungen. Wir haben in Ruhe bestimmte Frequenzen, was das Herz bedeutet. Das heißt also 60 bis 70 Schläge sind Ruhepulsfrequenzen. Und wenn wir einer sportlichen Aktivität nachgehen, wird natürlich diese Frequenz steigen. Wenn wir den Blutdruck betrachten, wird es so sein, dass auch die sportliche Aktivität dazu führen wird, dass der Blutdruck steigt. Das heißt, jede Aktivität führt dazu, dass wir dann eine Steigerung der Blutdruckwerte haben und das Herz entsprechend im Kreislauf darauf reagiert. Das heißt, wenn ich täglich etwa so 10 bis 20 Minuten mich einer Ausdauerbelastung widme, das über 5-6 Tage durchhalte, wird das Herz-Kreislauf-System sich anpassen, sodass dann nach 8 bis 10 Wochen dann der Blutdruck sich auf eine Verbesserung einstellen kann. Das heißt, wir werden im systolischen Bereich, das ist also der Bereich, Systole ist der obere Messwert in der Blutdruckmessung, dort, wo das Herz sich entsprechend anspannt und die Austreibungsphase dann zu verzeichnen ist, dann eine höhere Anpassung haben von 10 bis 12 mm Quecksilbersäure als im unteren Bereich, der Diastole. Bei der Diastole ist es so, dass wir den Bereich dort erfassen, wo das Herz sich entsprechend erschlafft und dann entsprechend sich wieder füllt. Und dort werden dann diastolische Werte von der Verbesserung her zwischen 6 und 8 mm Quecksilbersäure erreicht werden bei einem etwa 8 bis 10-wöchigen Training. Die Frage, die sich immer stellt, wenn Patienten zum sportlichen Training kommen, haben sie ihre Blutdruckmedikamente heute Morgen genommen? Nehmen sie die auch regelmäßig, um dann wirklich von vornherein einen Aspekt zu haben, dass man das Training auch sinnvoll gestalten kann? Weil man muss ehrlicherweise sagen, bei bestimmten Blutdruckwerten, die wie gesagt über 160 zu 90 mm Quecksilber dann liegen, sollte das Medikament dann weiter regelmäßig genommen werden. Natürlich wird der Sport dann dazu beitragen, dass man dann eine Stabilisierung dieser Blutdruckwerte erreichen kann, aber das geschieht natürlich erst nach einer relativ langen Trainingszeit und regelmäßigen Trainingszeit. Inwieweit dann eine Möglichkeit besteht, diese Medikamente zu reduzieren, das ist dann Entscheidung des Arztes, weil der wieder genau gucken kann, wie hat sich das entwickelt, wie sind die Belastungstests, wie ist die Langzeitblutdruckmessung, nachdem derjenige 8 bis 10 Wochen Sport getrieben hat. Im Bereich Bluthochdruck geht es immer darum, eine dynamische Muskelarbeit vorauszusetzen. Das heißt, wir gehen in den Bereich Ausdauertraining. Ausdauertraining, da wären solche Sportarten zu nennen, wie als Anfänger das Spazierengehen, das normale Gehen, das schnellere Gehen, das Nordic Walking, das Ergometertraining, das Schwimmen. Es geht also um Dinge, wo man sieht, okay, der Körper ist auf eine gewisse Zeit mit einer Bewegung beschäftigt, hat aber keine großen Kraftspitzen dabei. Wenn man in den Bereich der Kraftsportarten denkt, dann sollte man tunlichst vermeiden, solche Dinge wie zum Beispiel die Klimmzüge, wie die Liegestütze, wie Sachen, die also wirklich für kurze Zeit Kraftspitzen erzeugen, die dann negativ sich auf die Blutdrucksituation auswirken. Man hat im Laufe der Zeit sich von den Dogmen ein bisschen entfernt, die man gesagt hat, kein Krafttraining. Es ist heute ein bisschen anders. Krafttraining entsprechend dosiert, Krafttraining unter entsprechender Anleitung und Krafttraining ausgewählt. Das heißt also, wenn ich jetzt also merke, ich habe auch im Rückenbereich Probleme, dann werde ich versuchen, dann ein Krafttraining so anzubieten, dass ich ein gezieltes Rückentraining mit dem Programm habe. Wenn ich jetzt sage, okay, in dem Bereich sind natürlich auch die Bauchmuskeln sehr wichtig, weil man beide Seiten dann in das Training mit einbeziehen sollte. Dann auch ein gezieltes Bauchmuskeltraining. Aber natürlich immer mit der Maßgabe, dieses Training so ausführen, dass man mit höheren Wiederholungszahlen, mit niedrigeren Gewichtsklassen und dieses Kraftausdauertraining, wenn man es als Begriff mal nennen darf, dann in den Vordergrund setze. Da
gibt es ein paar grundsätzliche Sachen, wie zum Beispiel die Atmung. Die Atmung, die einen extremen Einfluss auf die Blutdrucksituation hat. Das heißt also, wenn ich die Atmung nicht ruhig und gleichmäßig forciere, wird es im Rahmen der Pressatmung, was häufig passiert, wenn bei Kraftübungen auch die Gewichte zu hoch sind, dann wird innerhalb des Körpers eine Situation erzeugt, wo die Blutdruckwerte extrem nach oben gehen werden. Und das möchte man natürlich nicht. Wenn wir schon vom Blutdruck sprechen, geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, was macht denn meine Herzfrequenz? Und da kann man gucken, Herzfrequenzen um die 130 herum wäre schon ein guter Anfang. Von der Formel her gesehen, 180 minus das eigene Lebensalter wäre dann die zu erzielende Trainingsfrequenz. Und dann sollte man immer dran denken, bei jeder Bewegung sollte man sich normal unterhalten können. Das heißt also, normale Unterhaltung bedeutet, ich bekomme genug Luft, stresse nicht mein normales System, sondern kann wirklich dann gut diese sportliche Aktivität absolvieren. Oftmals sagt dann der Arzt, der den Patienten schon längere Zeit kennt, wir müssen ein bisschen was am Lebensstil ändern. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die dann mit einspielen. Ist das Gewicht okay? Habe ich ein bisschen adipösen Charakter? Ist meine Ernährung so eingestellt, dass das alles funktioniert? Und da wird immer die Empfehlung gegeben, dass man dann auch sportlich bzw. überhaupt die Medikamente in Form des Sports anwendet und sagt, wir verordnen jetzt keine Pille, sondern wir sagen einfach mal, jetzt ist es mal Zeit, ein bisschen regelmäßiger für die Gesundheit was zu tun, und da ist der Sport die erste Anlaufstelle. Dann gibt es Möglichkeiten, sich selber dann auch ein bisschen ranzuführen. Meistens ist man ja wirklich untrainiert. Das heißt also, man kann dann versuchen, erstmal mit 10 Minuten, Viertelstunde täglich sich mit einer Ausdauerbelastung zu konfrontieren. Vielleicht auch mal zu sagen, okay, ich gehe heute mal die Treppen ohne den Fahrstuhl nach oben, oder ich drehe mal beim Einkaufen die Runde nicht mit dem Auto, sondern versuche jetzt dort mal mit Fuß hinzugehen. Und so einfache Möglichkeiten, um erstmal den Körper wieder an die Belastung zu gewöhnen. Und dann wird man sehen, dass das auch Spaß macht, dass das Freude bereitet und dass man sich nach einer gewissen Zeit auch wohler fühlt. Und dann wird man natürlich merken, dass dann so ein Punkt gekommen ist, wo man nach einer halben Stunde sagt, okay, jetzt ist es Zeit, mehr zu tun. Mit 5-6 Mal pro Woche, 10 Minuten ist man schon gut bedient und kann dann vielleicht nach der dritten, vierten Woche versuchen, das zu erweitern, wo ich dann sage, okay, 3-5 Mal pro Woche mache ich eine halbe Stunde wirklich gezieltes Training und versuche dann, meinen Körper anzupassen. Wenn man dann trainiert, vielleicht irgendwo sich einen Standort aussuchen, wo dann Trainer sind oder auch ausgebildete Personen, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Sportlehrer, die in dieser Art und Weise dann wissen, wie sie reagieren und die auch mal während des Trainings dann Blutdruckmessungen vornehmen könnten. Je weniger ich mich bewege, je weniger ich Sport betreibe, desto höher ist das Risiko, dass ich an einer Sache erkranke, die das Herz-Kreislauf-System betreffen, dass es muskelmäßig dann Einschränkungen gibt. Und die Verletzungsgefahr, das muss man auch mal auf den Punkt bringen, wird größer werden, je weniger ich mich bewege, je mehr ich auch, wie gesagt, diesen passiven Lebenszustand habe. Und das wird im höheren Alter natürlich auch noch umso wichtiger, zumal dass die Gefäßviskosität bzw. die Dehnbarkeit der Strukturen ja im Alter abnimmt und ich durch diese Muskelaktivität da einen Beitrag leisten kann, das zu unterbinden bzw. dort eine Möglichkeit finde, dort mit muskulärer Aktivität, mit sportlicher Aktivität mein Leben auch so zu gestalten, dass es mir Spaß macht. Und was natürlich eindeutig ist aus den Untersuchungen herausgehend, signifikant ist bestätigt, Sport verlängert auch das Leben.